Box aufmachen. Die kam jetzt gerade, vor ein paar Minuten zumindest. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ein Produkt weiß ich, was drin ist. Aber da bin ich mir natürlich unsicher, weil ich weiß natürlich nicht, was drin ist. Aber ich ahne ein Produkt, das eventuell drin sein könnte. Ja, dann machen wir mal auf und sind gespannt. Da brummt der Kühlschrank. Probier was Neues. Ja. Ich guck nicht, was drin ist. Hinweis: Das News-Magazin. Rezeptklassiker. Hallo Osterhase. Ja, also wir sind sehr gespannt. Hier sind einmal Eis. Wollte, nein, mein Scherz. Das ist ja geil. Da ist ein Produkt drin, was ich mir selber immer kaufen wollte, mir aber zu teuer war. Und jetzt haben wir es. Und zwar feine Käseplatte von Grünländer. Mild und nussig, cremig und würzig. Das wollte ich mir bei Lidl immer kaufen. Ich habe das bei Lidl gesehen und dachte mir, ah, kaufst du es dir oder nicht? Weil eigentlich wollte ich es kaufen, aber mir war das eigentlich zu teuer. Und jetzt habe ich es. Okay, das Produkt, was ich dachte, ist, glaube ich, hier nicht drin, macht aber nichts. Grünländer Käsewürfel, mild und nussig und Chili und Paprika. Geile Scheiße. Ja, auch sehr gut. Dann haben wir original griechischer Joghurt. Ist doch Joghurt, ne? Ja. Yes. Dann haben wir Glutgut, Hirtenkäse, Fix und Fenchel mit Tomate und Kräuter. Unverschämt lecker. Fix und fertig. Ist bestimmt sowas wie Grillkäse. Auf dem Grill habe ich nicht. Im Backofen, okay. Jo, das ist auch ganz gut. Dann haben wir schon wieder Kerrygold, aber diesmal Kräuterbutter anstatt mit Salz, weil die Salzbutter habe ich immer noch. Irgendwie mag ich die überhaupt nicht. Dann haben wir mein Kuh. Quarkcreme plus Protein. To go, Himbeere, fettarm. Auch sehr, sehr gut. Ich hatte nämlich gestern, war ich kurz einkaufen und hatte auch so ein Quark-Ding im Auge und wollte mir das eigentlich kaufen. Habe ich aber nicht getan und ja, dann bin ich ja glücklich. Okay, Orangen, Mango, Passionsfrucht, Direktsaft, 100% von Valensina. Ich darf eigentlich keinen Orangensaft trinken. Wegen meinem Magen. Ich probiere es aber trotzdem mal aus. Vielleicht geht es ja. Also wenn der zu stark ist, darf ich den eigentlich nicht. Also zu säurehaltig. Aber egal. Ui. Dann haben wir Petrella Jubiläums. Frischkäse. Ja, ist das jetzt mit Kräuter oder mit Knoblauch? Mit Kräutern, Knoblauch und frischer Paprika. Sehr interessant. Dann haben wir Toast It, Barbecue Style. Mit leckeren Zutaten gefüllter Toast. Na gut, ist zwar jetzt nicht ganz so meins.
Weil ich esse ja eigentlich kein Fleisch. Und hier ist ja Fleisch drin. Ja, Speck. Aber ich glaube, ich probiere es trotzdem mal. Probieren geht über Studieren und ja, warum nicht? Dann haben wir frischer Flammkuchenteig. Backfertig auf Backpapier. 40 mal 24 cm. Mit Hefe für Vegetarier geeignet, okay. Für Veganer jetzt nicht unbedingt. Wahrscheinlich ist da Milch, irgendein Milchanteil drin. Nee, aber Palmen und. Naja. Ah doch, Magermilchpulver. Macht aber nichts. Ich probiere das gerne. Allerdings, Moment, weiß ich echt nicht, ob ich den, also was ich drauf tue. Weil ich könnte zum Beispiel Lauch draufpacken und Käse. Und halt dann diesen Frischkäse da, diesen komischen Käse da. So, dann haben wir mein Kuh-Quark-Creme Protein, plus Protein Vanille, fettarm, als Joghurt quasi. Und dann Quark-Creme plus Protein fettarm Natur. Vanille mag ich total gerne. Und ich bin da echt gespannt drauf. Ja. Sehr interessante Box. Ich habe auch Lust, was zu probieren. Ich probiere wahrscheinlich so einen Käsewürfel und Orangensaft. Ich probiere den mit Chili. Schmeckt sehr gut. Schmeckt halt so wie dieser grünen Länder in Scheiben. Nur halt, dass es Würfel sind. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Weil ich liebe den grünen Länder Paprika Chili Käse. Der ist so geil. Ich könnte ihn nur essen, aber der ist mir auch zu teuer eigentlich. Und deswegen kaufe ich den kaum. Ja. Und dann probiere ich den normalen, also den mild und nussig. Auch sehr cool. Okay, also er scheint mild zu sein. Also man hat so ein kleines Stückchen drin. Schmeckt sehr orangig, aber auch sehr mangolastig. Ist ja auch Orangenmango. Passionsfruchtsaft. Die Passionsfrucht, finde ich, schmeckt man nicht so sehr. Aber ansonsten, also mir schmeckt das richtig gut. Ich freue mich, oh, pfandfrei. Ich freu mich darauf, den auszutrinken. Ja. Sehr cool. Darauf freue ich mich eigentlich auch. Den probiere ich gerne. Da bin ich eigentlich auch sehr gespannt. Und auf diesen Quark auch. Da bin ich vor allen Dingen gespannt, wie der schmeckt. Ich glaube, das ist so ein Naturjoghurt, also griechischer Naturjoghurt. Da bin ich gespannt und das, ja, denke ich auch, das schmeckt bestimmt gut auf Toast. Weil, wie gesagt, diesen salzigen Kerrygold, diese Kerrygold-Butter habe ich immer noch und das schmeckt mir nicht. Es schmeckt auch, also man tut es aufs Brot und dann schmeckt es noch sehr, sehr salzig. Also, man hat zu viel Salz im Mund, das gefällt mir nicht.
Ja, und da bin ich mal gespannt, was ich da draus mache, weil es ist schon mal Flammkuchen. Das kommt selten vor, aber ich esse. Aber hier ist auch ein Rezept drin, ne? Allerdings lasse ich den Speck weg. Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ja, so viel dazu. Die Box ist richtig toll. Wie immer. Ich liebe die Coolbox über alles. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Im Laufe der nächsten Tage wird es wahrscheinlich eine Verlosung geben, weil erstens habe ich 316 Abonnenten. Das muss gefeiert werden. Dann habe ich Geburtstag am 27., was genau auch noch Ostern ist. Und weil alles auf einmal zusammenfällt und weil halt diese 316 Abonnenten, will ich doch noch eine Verlosung starten. Ich habe zwar gesagt, es gibt keine Verlosung mehr, aber es muss einfach belohnt werden, dass ihr so zahlreich meine Videos guckt. Und ja, ich muss mir nur noch überlegen, was ich verlose, aber das werde ich mir in den nächsten Tagen noch überlegen und dann drehe ich ein Video und ja. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut und ja. Danke fürs Zuschauen und tschüss.